Hallo bei Nerdvermedizin. Neben mir steht der Philipp Jung, also mein Namensvetter. Und die schon länger dabei sind, die kennen den Philipp, denn wir sind gerade hier. Und alle die das nicht lesen können, wir sind auf den Kindernotfalltagen. Ihr könnt erraten, in der schönen Südsee. Nein, in Garmisch-Partenkirchen. Und es ist wieder eine richtig tolle Sache. Und alle die von euch, die nicht frei bekommen haben oder aus anderen Gründen nicht dabei sind, denen sei vorweg gesagt, ihr habt nochmal die Möglichkeit, nächstes Jahr gibt es das Ganze wieder, 22.02. Nächstes Jahr frühzeitig buchen, weil die Plätze hier sind begrenzt. Und es ist wirklich, also der Martin wird es bestätigen, wenn ihr ihn mal fragt. Es ist eine tolle Veranstaltung, macht total viel Bock. Aber egal, darüber wollen wir nicht reden, es ist keine Werbeveranstaltung, sondern wir reden mit dir über Kinderreanimation. Da haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Spannend, ne? Ist ein bisschen her. Ist ein bisschen her, aber wir haben uns seitdem nicht verändert. Mhm. Wir sind nur weiser geworden. Und deine Weisheit, die möchte ich da jetzt direkt mal fragen. Und zwar, ich erzähle dir einfach so einen Fall. Ich komme, ich werde gerufen. Du, Philipp, da ist ein Kind, leblos. Und das liegt jetzt da. Sieht so ein Jahr alt ungefähr aus. Ne? Mhm. Und es hat tatsächlich einen Kreislaufstillstand. Mhm. Wenn ich die Leitlinie richtig kenne, muss ich ja erstmal wieder wegrennen, weil ich muss ja einen Beutel Maske holen. Das dauert so ungefähr 5 Minuten. Mhm. Aber es lohnt sich doch, oder? Du, und das, da sprichst du genau einen Punkt an, Philipp, der wirklich spannend ist. Ich komme ja so mehr aus der AHA-Ecke und die AHA hat ja seit 2010 das CAB drin. Das heißt, die Amerikaner fangen an mit Herzdruckmassage und machen dann die Beatmung. Es gibt Simulationsstudien, wo man gesehen hat, das macht von der Zeit her, wann die erste Beatmung erfolgt, gar nicht so viel aus, aber es passiert schneller was am Kind. Und so ein bisschen war die Diskussion auch in Europa geführt, ob das nicht angeglichen werden soll. Und ist es letzten Endes nicht. Diese 5 Initialbeatmungen bleiben eine heilige Kuh, einfach weil es hypoxiebedingt die meisten kindlichen Herz-Kreislauf-Stillstände gibt. Und ich bin aber total froh um einen kleinen Kasten, der bei dem Basic Life Support Algorithmus an der Seite steht, wo gesagt wird, wenn nicht sofort mit der Beatmung begonnen werden kann, dann soll erst mal mit Herzdruckmassage begonnen werden. Mhm. Und das finde ich, muss ich sagen, einen guten Kompromiss. Weil man muss ja sagen, nicht jeder läuft mit einem Beatmungsbeutel am Gürtel rum. Und nicht jeder traut sich zu Mund-zu-Mund oder Mund-zu-Mund- und Nasebeatmung zu machen. Das ist natürlich eine Option. Wenn ich mir das zutraue, kann ich das machen. Aber wenn der Beutel erst geholt werden muss, und ich meine, das kann ich mir bei dir nicht vorstellen, aber dass die Kindertasche wirklich im Auto geblieben ist, so what? Ja, genau. Aber dann einfach anfangen zu drücken und so schnell wie möglich mit den Beatmungen dann starten. Okay, das finde ich ein super wichtiges Statement. Weißt du, warum man das so macht? Die Beatmung starten? Nee, warum man will, dass so schnell wie möglich was am Kind passiert? Sag's mir. Wir hoffen immer, dass die Kinder noch nicht sozusagen vollständig in der Leblosigkeit sind und dass wir vielleicht mit maximalem Reiz sie noch aus diesem Zustand rausholen können. Und das merkst du natürlich, wenn du anfängst zu drücken, hier ein Kind, auch ein Kind, was das nicht will, das wird sich irgendwie wehren, da wird Leben wieder einkehren und das wird irgendwas tun. Insofern ist es wichtig, dass schnell am Kind was passiert. Das ist genauso wie mit der Beatmung. Schnell anfangen zu beatmen, um zu sehen, hustet dagegen, presst dagegen, wie auch immer. Spannender Punkt. Deswegen fange ich übrigens immer an zu drücken bei den Erwachsenen, weil das Drücken, das macht bei allen Notfallmedizinern ja so einen Urinstinkt. Ne? Mhm. Oh, jetzt ein Notfall. Ne? Mhm. Und damit kann man Action in die Boote anbinden. Ja, und das Team ist im Boot. Genau. Jetzt redest du über Beutel-Maskenbeatmung. Mhm. Ne? Aber wie mache ich das konkret? Es ist ja gar nicht so einfach, muss man sagen. Auch da haben die neuen Leitlinien ja einen schönen Vorschlag gemacht und bisher war das ja gar nicht so klar definiert, wie fange ich überhaupt an mit der Beatmung. Und wir wissen, Beutelmaskenbeatmung ist eine Kernkompetenz, das ist so auch bei Kindern und da muss man ganz klar sagen, auch wenn wir nicht über welche Expertise oder Kompetenzerwerb, Kompetenzerhalt von Rettungsdienstpersonal und Notärztinnen und Notärzten sprechen, aber Beutelmaskenbeatmung ist eine Kernkompetenz und deshalb hat man gesagt, okay, fang doch sofort an mit einer Zweihand-Zweihelfer-Beutelmaskenbeatmung, weil ich einfach mit zwei Händen Maske dicht halten, habe ich die Wahrscheinlichkeit, dass ich eine Leckage habe, so gut wie ausgeschlossen. Ich kann schön in den Kieferwinkel gehen, kann den Kopf in eine Neutralposition bei den Älteren, umso älter das Kind, umso eher so ein bisschen in die Reklination gehen und merke dann aber schnell, kriege ich da Luft rein, habe ich Thorax-Exkursionen, passiert da was, bin mit der Methode einfach
schneller. Mhm. Ja. Meine persönliche Frage, nimmst du da die Capno, baust du die mal auch bei Beutelmaske ein? Weil ich mach's gerne. Ich liebe Capno. Ich hänge die sogar manchmal bei den atemnötigen Kindern, hänge ich die sogar manchmal in die Maske rein, einfach um mal zu gucken, ob es funktioniert. Mhm. Manchmal geht's nicht. Aber Capno, ich werde total gerne flächendeckend über eine Sauerstoff-Applikationsbrille auch ein CO2 nicht invasiv gemessen, fände ich eine der tollsten Innovationen in der Präklinik. Muss man nach Nürnberg kommen, ne? Da haben wir es. Okay. Gänsegurgel, baust du die ein? Weil Totraumvolumen, also tatsächlich fiese Frage, aber... Gänsegurgel brauchst du eigentlich nicht, finde ich. Wenn du zwei Hand, zwei Helfer, dann hast du die Maske so stabil und wenn der Beutel richtig draufsteckt, brauchst du eigentlich keine Gänsegurgel da dran. Okay, klasse. Dann machen wir direkt weiter mit den fiesen Fragen. Mhm. Jetzt gibt es da die Atemfrequenz und die soll ja immer angepasst werden an das... an das Alter der Kinder und wir blenden es, glaube ich, auch mal ein. Mhm. Wirklich und außerdem kriege ich das überhaupt mit meiner Hand so hin? Also ich sicher nicht. Na, man muss ja erstmal fragen, wann adaptieren wir denn die Atemfrequenz? Die Atemfrequenz adaptieren wir ja in dem Moment und das sagen die Leitlinien auch, indem ich eine invasive Atemwegssicherung gemacht habe. Ja, und das Spannende dabei ist ja, was heißt invasive Atemwegssicherung? Weil in den europäischen Leitlinien zählt die Larynxmaske eigentlich nicht zur invasiven Beatmung. Die Amerikaner sehen die Larynxmaske schon als invasive Beatmung. Und insofern muss ich erstmal, also ich kann mir diese Zahl, ich kann mir vieles nicht merken. Also deshalb, ich kann die Zahlen auch, ich müsste sie auch ablesen. Mhm. Aber ich habe da Zeit für, weil ich muss ja erstmal an diese Stelle überhaupt kommen, dass ich diese Entscheidung treffen muss. Und dafür brauche ich erstmal die invasive Atemwegssicherung. Okay, ja, stimmt, es war ein bisschen blöd von mir zu sagen. Das war überhaupt nicht blöd. Ich glaube, die Frage, das ist total relevant, weil ich glaube, diese Sache hat auch vielleicht manche verwirrt, weil es steht ja in den Top 5, wenn man die ERC-Leitlinien sich anguckt, oben mit dabei. Und ich glaube, da muss man schon, also da passiert es bestimmt vielen, dass die überlesen, dass es sich dann um die invasive Beatmung handelt. Und wie machst du es mit dem Beatmungsgerät? Hat das für dich einen Stellenwert in der Reanimation? Ich kann dir sagen, darüber habe ich im Schockraum schon Kämpfe geführt, die waren, absolut. Die können mit Säbel ausgefahren werden. Meinst du in dem Moment, wo ich auch noch drücke, wäre das Beatmungsgerät dran zu nehmen? Genau, drücken und, also ich will jetzt nicht über mechanische Reanimation und Beatmung sprechen, das ist noch ein schwieriges Thema, aber jetzt drückt da einer und das Beatmungsgerät läuft. Machst du das? Ja, du musst halt nur gucken, dass du dann die Druckgrenze rausnimmst, dass du halt wirklich dann auch einen Druck applizierst und man sollte sich natürlich schon irgendwie noch sicher sein, dass da auch was ankommt. Und das ist immer so ein ganz vulnerabler Punkt, finde ich, der auch gar nicht so leicht zu beurteilen ist, weil ja auch in der Reanimation haben wir dann oftmals vielleicht eine schwankende Sättigung oder eine Kurve, der wir so mehr halbgar vertrauen. Das heißt, ich muss schon gucken, dass ich nicht quasi in jede Inspiration des Geräts gerade eine Herzdruckmassage reinmache. Und da war in den vorigen Leitlinien auch ein ganz schöner Passus dabei, dass wenn ich invasiv den Atemweg gesichert habe und ich eigentlich durchdrücken kann, ich mir aber nicht sicher bin, ob meine Beatmung ankommt, dann gehe ich zurück auf 15.2. Also diese Rückzugsmöglichkeit haben wir immer. Das Durchdrücken hat natürlich einen hohen Stellenwert, aber ehe ich meine Oxygenierung verliere, würde ich dann wirklich schauen, dass ich da sicher bin, was da passiert. Und ich persönlich finde auch immer... aber jetzt natürlich als Erwachsenenmediziner mit dieser Sicht auch, dass es auch darauf ankommt, wen reanimiere ich da eigentlich? Also reanimiere ich einen, der sicher gerade hypoxisch stehen geblieben ist, dann ist für mich die Atemwegssicherung und auch die Beatmung ein ganz anderer Stellenwert als jemand, der vielleicht gerade wegen einem anaphylaktischen Schock im Schockgeschehen stehen geblieben ist, wo die Beatmung vorher kein Problem war. Das sind Menschen, die brauchen was anderes, die werden von einem Algorithmus zwar abgearbeitet, aber sind halt grundunterschiedlich. Ne? Das ist spannend, dass du dir die differenzierten Gedanken machst. Ich glaube, so differenziert würde ich in der Präklinik, also ich weiß gar nicht, ob ich die Kapazität hätte, so dezidiert darüber nachzudenken. Und mir wäre da in dem Moment also gerade bei dem, was du gesagt hast, wäre mir das fast egal, muss ich sagen. Ich glaube, es ist viel wichtiger, ein gutes Timing für den Tubus zu haben oder für die Larynxmaske zu haben. Und da ist es halt absolut so, dass wir wissen, in den ersten 10 bis 15 Minuten der Reanimation profitieren die Kinder nicht von einer Atemwegssicherung, von einer invasiven. Und danach geht man davon aus, man hat auch genug Manpower da und hat auch jemanden da, der es kann im besten Fall. Und dann kann ich das machen. Aber ich unterscheide da... selten, außer bei der Ertrinkung, unterscheide ich da selten
wie schnell da intubiert wird. Da haben wir gestern Abend so ein bisschen gewitzelt. Es gibt ja die vier Es bei der Notfalltorakotomie beim traumatischen Kreislaufstillstand. Und die gelten, finde ich, bei Kindern und der Intubation eigentlich auch. Das ist das Equipment, das Environment und die Expertise. Elapsed Time ist in dem Rahmen jetzt nicht so wichtig, aber das ist eigentlich ein ganz guter Punkt, an dem man sich da auch merken kann. Es ist einfach E minus 1. Ja, dazu auch nochmal ganz kurz. Natürlich verbieten wir niemandem, der es kann, ein Kind draußen zu intubieren. Manchmal kommt es so rüber, als würden die Pädiater jetzt rumlaufen und würden sagen, intubiert keine Kinder mehr. Es geht wirklich um die Expertise dabei und man muss da immer berücksichtigen, ich habe gute Alternativen, zum Beispiel mit einer Zweitgenerations-Larynxmaske, das funktioniert super. Ich habe aber neulich auch von einer sehr erfahrenen Kollegin ein Kind unter Reanimation beutelmaskenbeatmet auf die Station bekommen und das war gut oxygeniert. Das ist dann auch alles okay. Und ja, natürlich, Aspirationsrisiko, das alles, aber letzten Endes geht es dann halt um die Oxygenierung, muss passen und das tut den Anästhesisten immer weh, aber Luft kann auch bei einem kritischen Patienten auf anderen Wegen als durch einen kleinen Gummischlauch in die Lunge geführt werden. Aber ja, es gibt Kinder, die intubiert werden sollten draußen, aber man sollte auch die Expertise und das Team dafür haben, das ist klar. Und trotzdem ist eure Empfehlung für mich persönlich eine totale Entlastung und kein Verbot, ne? Da muss man sagen. Das genau, ist das Schöne. Und eigentlich, das soll es sein. Das ist halt genau der Punkt, weil es gibt nichts Schlimmeres, auch bei uns innerklinisch, wenn jemand anfängt, auf der Neo zum Beispiel Dienste zu machen, dass man jemandem vermittelt, er muss jetzt das Kind intubieren können. Der Tubus rettet das Kind nicht. Ja, das muss man einfach sagen. Philipp, es war mir wieder eine riesige Freude und ich ebenso, freue mich auf viele danke und ich freue mich auf viele weitere Jahre mit dir hier in Garmisch und hoffentlich auch mal so in Deutschland. Ja, und wenn ihr Fragen habt, dann gibt es ja die Möglichkeit zu kommentieren. Ihr könnt teilen und liken, ihr könnt es euren Freunden erzählen, macht Haken, was auch immer. Teilt uns auf Deezer oder TikTok, wo auch immer ihr Spaß habt, teilt uns. Bis dann, ciao. Tschüss.